Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch ja zum neuen Hardware-Video. Das Unboxing ist mir nicht so gut gelungen. Ich weiß nicht, ob ich es online stelle. Da bin ich noch am Überlegen. Zur Fire TV Pro Fernbedienung. Ich werde auch gleich in die Unboxing-Ansicht wechseln, um euch das ein bisschen näher zu zeigen, um euch die Fernbedienung ein bisschen zu erklären, was positiv ist, was negativ ist. Ich habe die jetzt eine Weile in Benutzung und dann werden wir auch noch, werde ich den Fernseher noch abfilmen. Das geht leider nicht anders, um euch das mit den programmierbaren Tasten ein bisschen besser zeigen zu können. Mit den Bluetooth-Kopfhörern verbinden habe ich noch nicht probiert. Das kommt, das will ich später noch machen. Ich habe jetzt erstmal so alles probiert. Und vorab kann ich schon sagen, einfach geil. Einfach eine geile Fernbedienung. Und da frage ich mich ehrlich vorab, warum ist so eine geile Fernbedienung nicht beim Fire TV Cube 3, also der mit dem Stoff ummantelt, was ja nochmal eine Klasse besser sein soll, was HDMI-Anschluss, USB und was weiß ich alles hat, warum ist so eine geile Fernbedienung nicht damit bei? Warum macht Amazon da einen Rückschritt? Weil die Fernbedienung, die beim Fire TV Cube 3 mit bei ist, ist Schrott. Also meine jedenfalls, die fühlt sich nicht so wertig an, die knarrt, also es liegt nicht so gut in der Hand wie die anderen. Also wirklich, hab den Fire TV 1, 2, 3, also dieses Dongle-Ding, den Fire TV Cube US-Modell, den ersten deutschen, den zweiten deutschen, also wo es nochmal verbessert wurde von der Software und so und Hardware. Und den dritten jetzt, der mit dem Stoffumzug. Und den ersten Stick hatte ich. Ich habe bei Freunden den Stick Max die Fernbedienung in der Hand gehabt. Ich habe, was eigentlich wie vom Fire TV Cube 1 und 2 ist. Ich habe vom TV-Stick, also von die abgespeckte Version, und vom normalen Fire TV-Stick, da hatte ich auch die Fernbedienung in den Händen. Eigentlich fast alle gleich. Da kann man nicht meckern, aber der vom dritten Fire TV, der ist grottig. Werdet ihr auch gleich verstehen, wenn ich euch das alle zeige. Dafür wechseln wir mal in die Unboxing-Ansicht. So, jetzt haben wir hier beide vor uns liegen. Das ist die vom Fire TV dritte Generation, also der mit dem Stoffüberzug, und das ist die Pro-Fernbedienung. Ich gleiche die mal kurz so ein Stück an, so, damit wir das so ein bisschen gleich haben. So, dann oben ist gleich, also unten ist halt ein Stück kürzer geworden. Wir haben auch Fire TV bei beiden draufstehen. Der An- und Ausknopf ist bei beiden gleich. Fire TV-Knopf ist gleich. Hier haben wir jetzt einen Knopf noch mehr dazu bekommen. Der ist für Bluetooth-Kopfhörer an- und ausschalten. Habe ich aber noch nicht getestet. Das kommt noch in der nächsten Zeit. Das mit dem Ring ist alles gleich. Die obere Reihe ist gleich. Die ist gleich. Laut leise ist gleich. Kanal vor und zurück ist gleich. Der TV-Knopf ist von unten nach oben gewandert. Hier ist er jetzt hier. Ja. Der Einstellungsknopf ist dafür auch eins hochgewandert, dass jetzt hier schön zu ist. Wir haben den Leise-Knopf immer noch hier. Und wir haben, weil der Einstellungsknopf nicht da ist, jetzt hier unten Platz. Da weiß ich gar nicht, für was der Knopf war da. Den habe ich jetzt gerade ja nicht im Kopf. Aber wir haben jetzt hier 1 und 2 für Apps, die wir halt öfters brauchen oder so, die nicht auf der Fernbedienung sind. Im Gegensatz zu der Fernbedienung, wo wir Prime Video, Netflix, Disney Plus und Amazon Music haben, haben wir hier Prime Video, Netflix, Amazon Music und einen App-Knopf, dass wir zu den Apps kommen. Finde ich sehr sinnvoll, weil man kann da halt schnell zack und man ist bei den Apps, weil die Leiste halt oben ist halt nicht so lang. Und so kommt man halt gleich zu allen Apps, wenn man halt mehrere Apps drauf hat, so wie ich. Da ist das sehr sinnvoll. Auf den programmierbaren Knöpfen habe ich mir eigentlich was anderes vorgestellt. Ich habe gedacht, da kann man jede App draufballern, die man möchte, oder Einstellung oder sonst irgendwas. Jein. Wir können da wirklich jede App, die der Fire TV anbietet, drauf machen. Apps, die wir nachträglich wie K-Punkt installiert haben oder Apps, die halt nicht im App Store sind, gehen damit nicht. Also Apps, die wir nicht aus dem Amazon eigenen Kosmos haben, können wir hier nicht über diesen Knopf einbinden. Aber
was mich sehr überrascht hat, wir können nicht nur Apps einbinden oder bestimmte Optionspunkte. Also, dass man sagt, man geht halt zu Videoeinstellung, macht sich eins Videoeinstellung und zwei macht man dann in die App-Einstellung oder so. Wenn eine App immer öfters mal abkackt, um die zu, was weiß ich, zu rebooten oder so. Nur so als jetzt. Ne? Das ist möglich. Sie können praktisch direkt die App starten oder irgendeinen Einstellungspunkt. Audio, Video, Einstellung, irgendwie. Das können wir alles auf den Knopf packen und kommen halt zu diesem dementsprechenden Einstellungspunkt. Zusätzlich, was mich sehr überrascht hat und was ich sehr geil finde, kann man Routinen damit auslösen. In den Einstellungen, ich werde euch das auch gleich zeigen, werden uns dann halt bestimmte Routinen angezeigt, die wir zuletzt benutzt haben. Und dann können wir Routinen festlegen. Zum Beispiel, was nehmen wir denn? Mein Sofalicht ist ja eigentlich aus. Ja? Und dafür muss erst eine Steckdose an. Und das ist die Sofalicht-Steckdose. Die habe ich Sofalicht genannt. Nee, Sofa-Steckdose. Oder, keine Ahnung, weiß ich jetzt nicht. Und dann geht mein Licht an und dann kann ich das Licht auch über A-Punkt halt sagen, Bild an, Bild aus. Dann habe ich eine Routine erstellt für Sofalampen. Das ist die linke und die rechte Lampe vom Sofa aus. Sofalampen, Sofalicht ist alles. Also Lampen und Bild, dass ich es an- und ausmachen kann, ja, mit verschiedenen Kommandos. Und die können wir hier halt drauflegen. Wir können sagen, dass halt die Routine an sein soll. Wir können aber auch sagen, halt Bild. Also nur das Bild an und aus. Dann kann ich eins drücken und das Bild geht an und aus. Also nicht das Bild, aber die LED, die ich um das Bild rum gemacht habe. Oder ihr habt euch eigene Routinen erstellt. Was weiß ich, Kaffeemaschine an mit Switchboard oder was weiß ich. Und ihr sitzt denn und jetzt sagt er, ach, jetzt wird es Zeit, jetzt müssen wir bald los. Eins. Und dann wird die Routine ausgelöst, Kaffeemaschine an zum Beispiel. Also ihr könnt da auch Routinen drauflegen. Das hat mich sehr überrascht, das wusste ich nicht. Das war sehr geil. Die hat eine Beleuchtung. Ich weiß nicht, ob man das jetzt zeigen kann. So. Aber ich hoffe, ihr seht es. Dass die an ist, da jetzt ist aus. Die hat auch so eine Art Bewegungssensor, also wenn man rankommt. Jetzt löst sie gerade nicht aus, weil es zu hell ist, glaube ich, oder so. Jetzt. Also immer wenn ich in die Nähe komme, dann geht das auch an. Ich mache mal wieder Licht an. So. Das ist sehr geil. Zudem können wir die Fernbedienung suchen. Und dann passiert auch was damit. Also ich sage jetzt das A-Wort. Bitte pausieren und euer A-Punkt stummschalten. Ja. Alexa, wo ist die Fernbedienung? Und schon hat er die Fernbedienung gefunden. Funktioniert super. Habe ich sogar schon zweimal benutzt. Einmal war sie unter der Couch, weil die Kinder so runtergeschmissen haben, und einmal war sie unter den Kissen. Hat man trotzdem gut gehört. So, die liegt wirklich richtig gut in der Hand. Die kostet 39 Euro, wohlgemerkt, für eine extra Fernbedienung, wo ich der Meinung bin, die hätte bei einem Premium-Modell vom Fire TV mit bei sein können. Aber naja. Und ja. Sie ist das Geld definitiv wert. Sie fühlt sich wertig an in der Hand. Sie liegt saugut in der Hand. Jede Taste ist gut erreichbar. Das Tastendesign gefällt mir sehr gut. Da muss man aber auch aufpassen, habe ich schon gelesen. Einige bekommen sie mit App-Taste und einige mit Disney-Plus-Taste. Das ist wohl verschiedene. Gibt es wohl verschiedene. Also, ich war erst im ersten Blick enttäuscht. Ich hätte mir Disney-Plus da gewünscht, dass ich die dann halt hier habe. Amazon Music hätten sie austauschen können und da die App-Taste hinmachen können. Aber ich habe mich daran gewöhnt, funktioniert super. Außerdem kann ich A-Punkt ja auch sagen, öffnet Disney Plus und dann öffnet die Disney Plus. Ja? Liegt super in der Hand. Wir haben hier unten dann das Fach für die Batterie. Da kommen zwei Batterien rein.
Die knarrt nicht. Ja. Die hat einen saugeilen Druckpunkt. Warte mal, hört man das? Ich hoffe, ihr hört das. Die hat so ein Tastenfeedback, so einen leichten Druckknopf, dass man den hört und liegt wie so gut in der Hand. Und jede Taste hat diesen geilen Druckpunkt. Wenn ich mir dazu die Fire TV Original-Fernbedienung angucke, die ist total leicht. Die knarrt, jetzt gerade nicht so doll wie sonst. Die hört sich ein bisschen dumpfer an. Und einige Knöpfe lauter, andere leiser. Ja, und wenn man hier oben beim Rad, ja, wenn man sie so normal hält und hier oben beim Rad drückt, dann seht ihr das, dass die sich so ein bisschen biegt. Und das merkt man in der Hand. Das fühlt sich sehr komisch an. Nicht angenehm. Also man hat immer die Angst, wie bei so einer China-Fernbedienung, dass man sie durchbricht oder so. Ja, ich drücke wirklich ganz leicht nur. Und die knarrt. Und hier schon wieder lose. Also das Batteriefach hält auch von 12 bis Mittag. Ja, das ist echt nicht schön. Und ich habe, wie gesagt, bis jetzt alle Fire TVs gehabt. Das ist die beschissenste Fernbedienung, die jemals bei einem Fire TV mit bei war. Alle anderen Fernbedienungen haben sich wertig angefühlt. Es ist eine Fernbedienung, ja, man kann sich drüber streiten, aber wenn ich mir ein Produkt für 159 Euro kaufe, möchte ich eine Fernbedienung, die dazu passt und nicht, wo ich Angst haben muss, dass die durchbricht oder dass sie sich scheiße anhört und auch vor allen Dingen scheiße in der Hand liegt mit den Kanten. Und also die ist nicht gut abgestimmt. Also alle anderen Fire TV Fernbedienungen waren tausendmal besser als dieses Ding. Ich weiß, es ist Meckern nur auf hohem Niveau, aber wie gesagt, sie fühlt sich in der Hand nicht schön an. Der Druckpunkt ist doof. Man hat Angst, weil die sich so ein bisschen mitbiegt. Andauernd geht mir das Batteriefach auf. Das hält hier wirklich. Da, hier mit dem kleinen Finger. Ich halte nur das Ding fest. Mit dem kleinen Finger. Und das ist auch. Hier oben soll man ja drücken. Geht auch hier unten. Da. Das ist Murks. Das ist Murks, ist das da. Was ist denn das? Und der Fire TV, der ist ja noch nicht alt. Bei meinen anderen Fire TVs, die teilweise, wie sagt die erste Generation aus Amerika oder die Version, die dann zu uns kam, da hält das wenigstens. Das ist hier Murks, ist das. Ja, das ist mir schon ein paar Mal passiert, dass die runtergefallen ist. Ich habe Kinder, ich habe Katzen. Und dann lag das Ding unterm Sofa hier, weil das abgefallen ist. Und das Ding lag einzeln rum. Das ist scheiße, ist das. Also das hier fällt mir überhaupt nicht. Hier ist es mir nicht passiert. Hier, das hält fest. Hier muss man wirklich richtig raufdrücken, damit das hier rausgeht. So. Und die hat auch ein ordentliches Gewicht. Die ist total leise, leicht. Also das ist nicht schön. Ja? Und die ist wirklich gut. Die ist wirklich sehr gut. Ja, und für mich muss ich sagen, ist das Ding den Preis wert gewesen. Ich hätte es mir ein bisschen billiger gewünscht. Und falls sie im Black Friday vielleicht nochmal für die Hälfte angeboten wird oder so, dann werde ich da auf jeden Fall nochmal zuschlagen für den Fire TV im Schlafzimmer, weil das mit der Beleuchtung richtig geil ist. Und wegen dem Wiederfinden. Ja, das ist halt das Feature, das ist halt, das möchte ich echt nicht mehr missen. So, dann würde ich hier einen Cut machen und wir sehen uns gleich am TV, dass ich euch auch noch die Tasten ein bisschen zeigen kann. Und wie das alles funktioniert. So, wie ihr seht, wir sind vorm Fernseher. Das ist der Fire TV dritte Generation, also der mit dem Stoffumzug. Wir haben immer noch Kinderprofil, wie im Fire TV 2 und 1, aber es wird nicht unterstützt. Amazon. Also, falls ihr gerade zuguckt, wenn es doch nicht funktioniert, obwohl die App ja drauf ist, dann werde ich euch auch noch zeigen. Wenn es doch da ist, warum ist es nicht kompatibel? Warum macht man denn das nicht einfach weg? Ja, weil es kommt dann, kann nicht ausgewählt werden. Derzeit werden keine Kinderprofile auf diesem Gerät unterstützt. Ja, das war beim Fire TV nicht so. Das war erst beim Cube 1, Cube 2 und jetzt beim Cube 3 genauso. Ich verstehe es nicht. Es geht nicht in meinen Kopf rein. So, wir wählen jetzt einfach mal mein Profil aus. Boop. Wir haben
jetzt hier unten habe ich hier so die Apps, ja, und ihr seht ja, die ist jetzt nicht gerade viel. Man hat 1, 2, 3, 4, 5, 6 Apps. Ich benutze die auch für Fire, auch für Prime Video. Komischerweise gehe ich auch eher über die App, anstatt ich halt über die Fernbedienung gehe. Ja, das ist wirklich so. Ich kann es euch nicht erklären. Ich könnte mir natürlich jetzt einiges sparen, wenn ich hier die beiden Apps hier, Prime Video und Netflix, wegmachen würde. Weil die habe ich ja auf dem Knopf. Und dann hätte ich zwei Apps mehr hier Platz. Aber ne. So, ich habe mir hier hingepackt und die sind jetzt sowieso bald weg, die Kanäle, weil da läuft es mit dem 99 Cent aus und dann sind da auch wieder meine Apps. Hier von Toolmaster, das werde ich euch in die Videobeschreibung packen. K-Punkt halt. So. Wenn ich jetzt die Apps-Taste drücke, komme ich so direkt zu Apps. Das sind die Apps, die man oben sieht in der Leiste. Und hier sind alle meine Apps. Ja? Und die kann man, also es ist einmal das hier Free, das ist einmal die App und einmal der Channel. Weil das gibt es ja beides, gibt es als App und als Channel. Und Amazon hat mir gedacht, ach Mensch, packen wir mal beide rauf hier. So. Und das ist ja ein bisschen viel. Und um sich das halt hier ein bisschen besser machen zu können, so, gehen wir unter Einstellungen. Obwohl, so, wir können ja das Einstellungsknöpfchen drücken. Dann kommen wir zu diesen Einstellungen. Also ist jetzt nicht die Einstellung an sich. Das ist halt dieses Schnellmenü, was man auch früher durch langes Drücken der Haustaste erreicht hat. Also praktisch dieses hier. Also ich habe jetzt nur die Haustaste lange gedrückt. Also ich hätte mir da eher gedacht, wenn man jetzt so einen Einstellungsknopf hat, dass man dann direkt vielleicht zu Einstellungen kommt. So habe ich mir eher gedacht. Aber na okay. Amazon wird sich schon was bei gedacht haben. So, dann gehen wir auf Fernbedienung und Bluetooth-Geräte. Und dann gehen wir auf Amazon Fire TV Fernbedienungen. Und da haben wir jetzt zwei Fernbedienungen drin. Wir haben die normale Fernbedienung drin und wir haben die Pro-Fernbedienung drin. Wir gehen einfach mal auf Pro und dann haben wir hier die Tastenkürzel. Ist natürlich bei der normalen nicht. Ja, die können wir halt nicht anklicken. Da ist halt, die ist halt nur da. So, und hier haben wir dann Taste 1. Und dann öffnet sich natürlich gleich. Oh, was haben wir denn da? Da hat er Punkte drin gemacht. Das muss ich dann nochmal bei den Dings ändern. Also warum er hier Punkte reingemacht hat, das kann ich euch nicht erklären. Ist in meiner. Ich kann es euch ja zeigen. Fire TV an. Ja, also hier ist jetzt praktisch Fire TV an und der Name ist Fire TV, ganz normal. Und wenn A-Punkt Fire TV angesagt wird, soll das angehen. Dann gehen halt bestimmte Steckdosen an und also für, kann ich euch jetzt noch nicht so viel zeigen, da kommt ja noch was, ein Video später. Und der Fire TV und die TV-Steckdose und das kann ich euch nicht erklären, warum da jetzt das steht. So, öffne Musik können wir halt machen. Wo ist die Fernbedienung? Also ihr könnt dann praktisch auf Knopf 1, wo ist die Fernbedienung machen? Dann drückt ihr da einfach nur drauf und dann findet er die Fernbedienung. Es ist mir also ich verstehe jetzt nicht, warum ich das jetzt machen sollte. Also das ist, weil ich den Befehl vor kurzem ausgeführt habe. Wenn ich jetzt zum Beispiel hier rausgehe und sage, also macht mal, ich sage jetzt das A-Wort. Alexa, Sofa an. So, jetzt ist mein Sofa angegangen, also meine Beleuchtung. Wenn ich jetzt hier raufgehe, dann sagt er natürlich hier Sofa an. Das ist halt der letzte Befehl, den ich gemacht habe. Und den könnte ich mir dann auf die Taste packen. Ja? Dann geht halt immer Sofa an. Ja? Alexa,
Sofa aus. Wir haben halt Musik öffnen, dann die letzten drei Befehle, die wir gemacht haben, die sind hier drinne. Also man kann die Befehle nicht suchen. Also ich habe jetzt noch nicht rausgefunden, dass man die irgendwie suchen kann oder so. Man kann halt nur die letzten drei Befehle sich anzeigen lassen. Und da müsst ihr den halt den Befehl, den ihr auf die Taste machen wollt, einmal ausführen. Und dann geht ihr da rein und dann wird ihr da angezeigt. Also so direkt jetzt einen Befehl suchen ist nicht möglich. Oder ich habe es halt noch nicht rausgefunden, wie das machbar ist. So, dann haben wir meine Apps und weitere Aktionen. Ich gehe jetzt einfach mal auf meine Apps. Und hier haben wir dann zum Beispiel 1&1 TV. Die kommt von Amazon, die App. 100% Internetradio, auch eine schöne App, kann ich euch empfehlen. Gibt es auch im Amazon Store. Amazon Kids, Amazon Music, Amazon Foto, Apple TV, Crunchyroll, Disney Plus, Downloader, Freevee, ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Informer, das ist auch eine App, die ich drauf habe. Echo, stopp! Echo, stopp! Amazon, Alexa, Musik aus. Macht der immer Musik da an? Also wenn ihr jetzt einen Cut habt, dann habe ich die Musik rausgeschnitten, weil das Ding im Flur wieder mal angegangen ist. So, dann haben wir Join, deine Streaming-App, Just Watch, Netflix, News. Also News ist jetzt, ich habe keine News-App. News sind, glaube ich, die News von mir, in der Routine oder so. Paramount Plus. Fotoguru, Pluto, Priesel, Water, achso, YouWindow, das ist halt Prime Video. Prime Video, das war doch hier oben schon mit bei. Ach nee, das war Amazon Kids und sowas alles. So, Prime Video. Dann haben wir Pure VPN, also mein VPN. Skill Browser, Spotify, TikTok for TV, Twitch. Unser Sandmännchen, VLC-Player, den kann ich euch empfehlen. Also wenn ihr den neuen Fire TV habt und ihr wollt eine Festplatte anschließen und euch eure Fotos und so angucken oder Handy-Videos oder irgendwas, was ihr selber gefilmt habt oder Videos habt, nehmt den VLC-Player, der funktioniert sehr gut. Explore Manager, YouTube, Discovery Plus und das war's. Also wirklich nur die Apps, die von Amazon selber kommen, werden unterstützt. Und die können wir uns hier auswählen. So, wir gehen nochmal zurück. Und wir gehen mal jetzt. Ach Quatsch. Einstellungen. Und dann gehen wir mal auf Apps. So, und dann gehen wir auf installierte Apps. Ich habe schon ein bisschen aufgeräumt. Ich habe 5,3 GB frei von 12,7 GB. So. Und hier sind, können wir dann alphabetisch und so machen. Und hier sind dann halt die Apps. Und hier ist zum Beispiel auch Amazon Kids. Die App. Ja, die können wir auch. Ja. Stoppen erzwingen, Daten löschen, Cache leeren. Ja. Die ist da, die App. Standardeinstellungen löschen. Ja, aber hier ist halt kein Starten, nur stoppen erzwingen und so mit bei. Und wenn wir jetzt. Also man kann die halt jetzt hier nicht direkt öffnen. Aber das wäre ja gut. Das werden wir mal testen. Was ist denn jetzt, wenn ich unter Fire TV Fernbedienung? Fernbedienung. Fernbedienung. Pro. Taste 1. Achso, was habe ich noch auf Taste 1 überhaupt? Müsste Pure VPN sein, ja. So. Taste 1 und dann nehmen wir jetzt einfach mal aus den Apps Amazon Kids rein. Haben die Tastenkürzel jetzt geändert und jetzt drücke ich mal die 1. So, Sie können zu den Amazon Kids Profil wechseln, wenn Sie dieses Profilsymbol wählen. Er wird ja nie unterstützt. Schade, ich habe gedacht, dass man die jetzt. Funktioniert leider immer noch nicht. Naja. Also wie gesagt, die Amazon Kids App ist da.
Dann sollen sie doch rausnehmen. Dann sollen sie doch beim Fire TV Cube ein Update rausbringen, wo die App nicht da ist und dass das Kinderprofil da deaktiviert wird oder nicht angezeigt wird. Aber nein. Also das ist wirklich eine sehr nervige Angelegenheit bei Amazon. Momentan. Immer noch. So, die Pro-Fernbedienung, das ist der 1. Und wir gehen dann auf. Achso, hier unten weitere Aktionen. Gehe zu Sender, gehe zu Watchlist, Benachrichtigungen, ja, also Musik, Fotos. Und mit dem letzten Update sind auch Receiver rausgenommen worden. Also man kann jetzt, also Sky zum Beispiel oder so, man kann jetzt, wenn ich jetzt an meinem normalen Fernseher eine Skybox habe, früher konnte ich unter Geräten verwalten, auch sagen, wechsel zu Sky. Das geht nicht mehr, das ist weggenommen. Kann ich euch auch noch mal kurz zeigen als kleinen Bonus. So, also wir können jetzt hier zum Beispiel Watchlist nehmen, da. Und wenn ich jetzt hier 1 drücke, dann geht er automatisch zu meiner Watchlist. Und auch in der großen Ansicht, ja. Also hier. Also das sind alle Sachen, die ich mir auf die Watchlist gepackt habe. Die ich irgendwo mal gucken wollte, will. Einige habe ich geguckt. Dokus sind auch mit bei. Auch oh, Hachiko. So. Okay, wir machen aber Tastenkürzel wieder zurück. Wir nehmen meine Apps und nehmen mein Pure VPN wieder. Da haben wir doch Pure VPN. Dann kommt auch so ein Bibim. Und hat funktioniert, ist da. Kein Haussymbol drücken und wir sind da. Wenn wir die also den TV-Knopf drücken, kommen wir hier hin. Ja. Das könnt ihr euch auch, wenn euch das nervt, mit den öffentlich-rechtlichen und die ganzen Hoffentlich Blödsinn. findet Tatjana die Idee Ja? genau. Dann könnt ihr das auch ändern. Achso, jetzt müsst ihr raus. Ihr müsst dann einfach nur die Taste mit den drei Punkten drücken oder drei Franzi und Strichen Thomas haben schon und dann Feierabend. sagt er einfach Sender Nee. hinzufügen. So. Und dann seht ihr praktisch, Join habe ich ausgeblendet. Nee, doch, ja, ausblenden. Hier hat er dann 23 Sender von Fiverr. Pluto hat er. Nehmen wir mal auch ausblenden. So. Obwohl 39 Sender, die lassen wir mal drin. So. Und dann haben wir hier 23 Sender kostenlos. Und da haben wir dann halt hier auf jeden Fall weniger Family. Und also da könnt ihr dann Naruto. Das ist jetzt alles hier Friwe Dingsbums. Wenn wir jetzt mal komplett rausgehen und nochmal den Fernsehknopf drücken. Ja. Bleibt leider nicht so wirklich drin. Das ist halt. Sender verwalten. So. Quelle verschieben. Da kann man dann halt die Quelle verschieben. Kann man sich das dann noch anpassen, dass es nach oben und unten geht. So, machen wir dann einfach mal so. Quelle ausblenden, Quelle verschieben. So, und dann schieben wir das mal hier ganz hoch. Dann könnt ihr euch das halt so anpassen. So, und dann bleibt das halt auch oben. Na, komm, TV-Fernbedienung. Hallo. Achso, nee, ist der Hausknopf. Falschen Knopf gedrückt. So, und jetzt ist es wirklich oben. Ja, also da müsst ihr denn euch das anpassen. Ihr könnt natürlich aber auch hier einfach sagen, zu Lieblingssendern hinzufügen. Ja, und dann kann man hier aus Lieblingssender, ja, und dann kann man dann halt so seine Favoriten erstellen zum Beispiel. Mit TV habe ich mich hier noch nicht so beschäftigt. Also da muss ich dann erst nochmal gucken. Sonst haben wir dann, wenn wir hier raufdrücken, halt Bluetooth-Geräte gesucht und dann kann man die dann halt an- und ausschalten. So. An sich wirklich eine
extrem gute Fernbedienung. Und ich frage mich, warum die nicht von Haus aus beim Fire TV Cube bei dem teuren Modell mit bei ist. Weil so eine Fernbedienung, also so wirklich, der hat, erstmal hat er auch mehr Speicher verdient, davon mal abgesehen. Aber mit so einer Fernbedienung, da werdet wirklich ein High-End-Produkt ein bisschen noch eine Klasse besser, weil die Fernbedienung, die mit bei ist beim Fire TV Cube, drittes Modell, ist dem Cube nicht würdig. Die ist ganz großer Murks in meinen Augen. Oder ich habe halt nur ein Montagsmodell erwischt. Also falls ihr den Fire TV Cube drittes Modell, also den mit dem Stoffummantlung und dem zusätzlichen HDMI-Eingang und USB und so habt, schreibt mir doch mal bitte in die Kommentare, ist eure Fernbedienung, also die Original-Fernbedienung vom Cube, auch so Murks oder nicht? Das würde mich interessieren. So, und dann zeige ich euch noch kurz, was ich auf 1 und 2 habe. 1 habe ich euch ja schon gezeigt. Da ist mein VPN und auf 2 kommt man zu Watch TV. Ja. Oh, was haben wir denn? Hier sind neue Sachen. Luther ist neu, okay. Nutzer mit ähnlichem Geschmack schauen auch. Also die App kann ich euch nur empfehlen. Die funktioniert auch übrigens auf dem Fire TV komplett. Wenn ihr da eine Liste erstellt mit euren Lieblingsfilmen und Serien oder Filme, die euch interessieren, wenn ihr das am PC erstellt habt, seht ihr das hier auch. Und dann könnt ihr da drauf drücken und dann zeigt er euch an, wo der Film guckbar ist. Und wenn ihr auf die App drückt, geht ihr direkt in diese App rein. Wir können ja mal gucken hier. Hier zum Beispiel. Die ist hier vom Prime Video. Ja, da drücken wir drauf. So, dann sehen wir das. Dann haben wir dann halt Folge 1, Folge 2. Wir gehen mal Folge 3. So, Folge ansehen, anschauen. Und wir wechseln automatisch dahin. Das funktioniert auch mit Netflix. Das funktioniert mit Disney Plus, also mit allen Apps, die ich jetzt bis jetzt getestet habe, die in Watch, in UWatch drin sind, funktioniert das wirklich gut auf dem Fire TV. So. Aber das soll es jetzt dazu gewesen sein. Ich hoffe, euch gefreut. Ich werde euch den Link zu Watch TV, Just Watch, mal in die Beschreibung packen, zur Amazon-App und zur TV, Webseite. Ich werde euch auch mal K-Punkt verlinken, welches ich benutze. Und ja, ich hoffe, hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, wie gesagt, Däumchen wären Träumchen. Wenn ihr Fragen habt, in die Kommentare posten. Und bitte schreibt mir mal in die Kommentare auch, ist bei euch die Fernbedienung auch so Schrott? Oder ist sie bei euch vernünftig? Habe ich ein Montagsmodell erwischt? Oder ist das wirklich so die schlechteste Fernbedienung, seit es Fire TVs gibt? So, ich bin jetzt weg. Bis zum nächsten Mal. Haut da rein. Ahoi, sagt euer Odin.